Beschneidungen von Jungen aus rituellen Gründen sollen nach dem Willen des Bundestages grundsätzlich zulässig sein. Jüdisches und muslimisches religiöses Leben müsse weiterhin in Deutschland möglich sein, heißt es in einem fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag, der heute mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Die Abgeordneten reagierten damit auf ein Urteil des Kölner Landgerichts. Es hatte die Beschneidung als Körperverletzung gewertet und damit für heftige Kritik bei Juden und Muslimen gesorgt. Die Debatte um die Beschneidung von Jungen hat Kontroversen ausgelöst, Proteste unter Juden und Muslimen provoziert und die Politik alarmiert. Darauf hat der Bundestag heute reagiert. Die Beschneidung von Jungen soll straffrei bleiben. Es wäre doch in der ganzen Welt nichts und niemanden erklärbar, dass in Deutschland Juden ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen dürfen. Wir sind der Auffassung, dass wegen der eingetretenen Unsicherheit es keine politische Haltung ist, auf eine nächste Gerichtsentscheidung oder gar eine verfassungsgerichtliche Klärung zu warten. Bis zum Herbst soll daher ein Gesetz vorliegen für eine medizinisch fachgerechte Beschneidung von Jungen ohne unnötige Schmerzen. Dabei soll das Kindeswohl, die Religionsfreiheit und das Recht der Eltern auf Erziehung berücksichtigt werden. Ein kompliziertes Unterfangen. Kritikern des Verfahrens geht das zu schnell. Ich will, dass jüdisches, muslimisches Leben in Deutschland möglich ist. Aber logischerweise müssen wir auch die körperliche Unversehrtheit des Kindes vertreten. Das ist keine einfache Aufgabe und eignet sich eigentlich nicht dazu, mal eben schnell Entscheidungen zu treffen. Außen vor die Linkspartei. In der Sache uneins stimmt sie mit Enthaltung. Dennoch am Ende große Mehrheit für den Antrag. Wer enthält sich? Der heutige Beschluss soll Ruhe in die aufgeheizte Debatte bringen und vor allem ein Signal an Juden und Muslime senden für Toleranz und Religionsfreiheit. Zumal angesichts der internationalen Empörung über das Kölner Beschneidungsurteil der Druck auf Deutschland zuletzt groß geworden war, sich in dieser Frage nicht zu isolieren.